Wunderschönen Morgen. Sehr, sehr lecker. Hi Freunde, schönen Start in den Tag oder auch wahrscheinlich für euch eher Abend. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand meine Videos an einem Morgen guckt, oder? Jedenfalls begrüße ich euch zu einem neuen Video. Vlog-Style, endlich mal wieder ein Vlog. Ich finde, ich mache in letzter Zeit so wenig Vlogs. Aber heute nehme ich euch mal wieder mit in den Tag und der hat schon gestartet, ziemlich langsam, muss ich sagen. Ich bin in letzter Zeit, habe ich extrem so chilled Mornings, die brauche ich in letzter Zeit aber auch. Ich habe mich die letzten Wochen gar nicht so fit gefühlt. Ich habe das auch auf Instagram ein bisschen angesprochen, dass ich mit extremer Müdigkeit zu kämpfen hatte. Habe dann auch einen Bluttest und Bild gemacht und ich hatte auch wirklich einen sehr, sehr niedrigen Ferritin, also Eisenwert. Und ein bisschen auch ein Allergiewert. Also ich muss gerade immer noch so ein bisschen rausfinden, was meine Allergieprobleme so ein bisschen sind. Also es sind höchstwahrscheinlich echt Milben, also Hausstaubmilben so. Bei fast jedem, aber bei mir hat es echt extrem angeschlagen. Ja, und dann hatte ich eins so ein bisschen so einen richtigen Kreislaufzusammenbruch. Und ich glaube und ich weiß auch, ich muss ein bisschen mehr darauf achten, mir mehr Zeiten in meinem Leben einzubauen, wo ich ein bisschen mehr chill, wo ich einfach mal nicht das Gefühl habe, ich habe irgendwie Druck, jetzt was zu machen, so dieses immer mehr, sondern einfach mal ein bisschen gammeln. Ich werde meine Ernährung ein bisschen anders gestalten. Und zwar habe ich in den letzten Monaten, ich bin ja sehr locker geworden, wie ihr wisst, also ich habe wirklich alles ein bisschen jetzt gechillter gemacht mit Ernährung. Ich möchte jetzt nicht wieder super streng werden, aber ich möchte wieder mehr darauf mich fokussieren, mehr grün zu essen, also mehr Salate, mehr frisches, so Bowls. Ich habe schon sehr viel auch so Porridge-Sachen gegessen und auch mal, ich war auch viel auswärts essen, wir waren halt auch viel unterwegs. Ich möchte mich einfach wieder darauf konzentrieren, mehr solche Bowls, die ich selber gemacht habe, zu essen, weniger verarbeitetes. Ich esse auch wirklich, ich esse zurzeit einfach auch super viel so Hummus und so Zeug, das ist zwar nicht schlimm, aber ich möchte einfach wieder ein bisschen back to my own stuff, also back to Sprouts, also mehr Sprossen, mehr frisch, selber mehr Hummus machen, alles wieder ein bisschen mehr selber machen, wieder mehr Zeit darf ich mir dafür nehmen, um wirklich selber in der Küche zu stehen, meine Sachen mir vorzubereiten, weil ich einfach einen heftigen Unterschied merke zu meine, also wie ich mich dann fühle. Wenn ich meine Ernährung so gestalte, dann fühle ich mich einfach also komplett anders, das ist gar kein Vergleich und daran merke ich auch wieder, was die Ernährung eigentlich für einen tun kann, wenn man darauf wirklich mal ein bisschen mehr achtet und wie man sich auch fühlen kann, wenn man nicht so krass drauf achtet. Ich glaube wirklich, das ist immer noch Meckern auf hohem Niveau, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie manche sich fühlen, die sich wirklich schlecht ernähren. Weil als ich mich jetzt die letzten Wochen immer nicht so ganz fit gefühlt habe, dachte ich mir echt so, boah, was ist los? Aber ganz ehrlich, das ist trotzdem ja noch eine überdurchschnittlich gute Ernährung, die ich eigentlich sonst so habe. Und dann frage ich mich mal, wie geht es Leuten, die sich komplett Schrott ernähren? Die müssen ja ständig müde sein. Ich erinnere mich auch damals zur Abi-Zeit. Ich musste immer einen Mittagsschlaf machen. Ich konnte gar nicht den Tag fast überstehen ohne Mittagsschlaf. Und eigentlich kenne ich das ja jetzt gar nicht mehr, dass ich Mittagsschlaf mache oder dass ich Müdigkeit am Mittag habe. Das kenne ich eigentlich nicht. Die letzte Zeit war ich schon oft müde. Deswegen, also ich möchte meine Ernährung so ein bisschen wieder eintauschen. Ich kann euch auch ein bisschen gerne mit in den Weg nehmen. Ich habe halt zurzeit einfach so heftige, also ich habe so stark Lust immer auf irgendwas Süßes, so wie Porridge oder Smoothie Bowls. Ist auch super gut, aber da gehen halt manchmal einfach dann doch die Greens unter, also die Gemüsearten. Ich kann euch ein bisschen mit in meine Supplements nehmen und ich will heute mit euch zusammen in den LPG-Biomarkt gehen, weil da gibt es so coole Sachen. Deswegen stay tuned, jetzt geht's erstmal ins Training. Something new.
Film, weil ich so krass genervt war, weil beim Fitness, also im Fitness vorhin dann noch alles schief ging, weil schon beim Hinfahren ging parktechnisch schon eigentlich schon alles schief. Beim Zurückfahren hat jetzt das Gerät gesponnen und ich habe ewig gebraucht, um nach Hause zu kommen. Deswegen verzeiht mir, ich habe euch jetzt gar nichts mehr gezeigt von meinem Mittagessen. Ich habe schon Mittag gegessen und zeige euch aber dafür jetzt gleich beim Biomarkt. Ich habe extra eine Umfrage gemacht. Mal gucken, mein Kaugummi verstauen. Ich habe extra eine Umfrage gemacht auf Instagram, was ihr lieber sehen wollt. Eher ein ausführliches Training oder einen ausführlichen Gang in den Biomarkt. Und was für eine Überraschung. Ihr wolltet den Gang in den Biomarkt. Das ist überhaupt gar keine Überraschung. Das ist eigentlich ganz lustig, dass ihr auch so Biomarkt-affin seid. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach direkt los zum LPG-Biomarkt. Ein Biomarkt, ich habe den bisher wirklich nur in Berlin gesehen. Ich weiß nicht, ob der deutschlandweit wirklich da ist, aber ich könnte mir eigentlich schon vorstellen, weil es gibt auch mehrere in Berlin. Aber wenn nicht, dann habt ihr jetzt mal einen Einblick in einen Biomarkt, der von außen so unscheinbar aussieht. Also ich finde das Logo gar nicht cool. Also und alle, die es jetzt vielleicht sehen, die vielleicht irgendwas damit zu tun haben, das Logo sieht wirklich nicht so aus, also nicht so einladend, weil ich weiß noch, dass ich am Anfang hergezogen bin und ich habe das öfters mal gesehen. Ich dachte mir, nee, dann in der Nähe ist ein Dance-Biomarkt, gehe ich lieber dahin. Und irgendwann war ich zum ersten Mal bei LPG und ich habe es geliebt, weil die echt ein ganz, ganz cooles Sortiment haben. Deswegen los. So, es geht los und zwar mache ich ein Voice-Over, weil zur Maskenzeit kann man es echt vergessen mit dem Sprechen mit der Kamera. Ja, und dann erwartet uns direkt am Eingang immer so ein paar Specials. Und diesmal war mein Favoritenprodukt, hatte ich auch schon mal in einem Video, und zwar Linsen wie Reis. Ist eigentlich egal, welche Marke, die sind eigentlich alle recht gut und auch eigentlich 100% Linsenmehl. Dann kommt ein Highlight schon, und zwar dieser Räucherlachs aus Karotten. Das soll so ein veganer Lachs sein. Ja, Zutaten sind ganz okay eigentlich, kann man schon auf jeden Fall mal probieren. Was für mich neu war, war dieser Thunfisch aus Jackfruit. Aus Jackfruit kann man ja mega viele verschiedene Sachen machen. Und der ist ganz, ja, interessant, aber von den Zutaten hat es mich jetzt trotzdem nicht so angesprochen. Deswegen habe ich es auch nicht mitgenommen. Dann zu den Pilzen. Ich habe einen Riesenpilz gefunden. Mit denen kann man echt ganz, ganz coole Rezepte machen. Gerade so Low Carb kann man das so als Brötchenersatz benutzen. Und Pilze gehören ja zu einer eigenen Food Group. Also man sollte die zumindest mal wöchentlich in seiner Ernährung haben. Also echt sehr gesund. Und habe auch schwarzen Knoblauch entdeckt. Und ich bin voll froh, weil mein LPG-Biomarkt immer schwarzen Knoblauch hat. Und der ist ja sehr antioxidativ. Also der hat so viele Nährstoffe, noch mehr als der weiße Knoblauch. Und das Gute ist, man stinkt auch nicht davon. Also man hat gar keinen Knoblauchgeruch, wenn man halt schwarzen Knoblauch benutzt. Ja, weiter geht's mit meiner Fermentierecke. Sie haben einen riesen Kühlschrank mit verschiedenen, wirklich unpasteurisierten Sauerkrauten oder Kimchis, was ich richtig toll finde. Ihr seht schon, Linsenchips sind natürlich auch da, die haben alles. Chickpea, also Kichererbsenchips, Linsenchips. So ein Produkt, das fand ich eigentlich auch ganz interessant, habe ich mir direkt angeguckt. Von den Zutaten habe ich es mir auch direkt angeguckt, also das kann man auf jeden Fall mal machen. Ich bevorzuge aber tatsächlich wirklich einfach die Linsenchips. Und ja, wie ihr sehen könnt, der Laden hat echt ganz, ganz, ganz viel Auswahl an verschiedenen Reiswaffeln, Quinoa-Waffeln. Und das sind übrigens meine allerliebsten. Da mag ich diese Sorte mit Brotgewürz. Ich zeige es euch direkt hier. Die könnt ihr euch gerne mal screenshotten. Die sind super lecker. Die sind wirklich sehr gut. Dann habe ich noch einen Tipp für euch. Und zwar gibt es hier fertigen Pizzateig aus Dinkelmehl. Den habe ich auch zu Hause. Ganz wichtig, der ist unbelegt. Also nicht, dass ihr denkt, der ist schon fertig. Genau, und dann möchte ich euch meine liebste Bowl, die blaue, die Ocean Bowl von Holy zeigen. Die schmeckt so gut mit Porridge. Also Smoothie und Porridge, wisst ihr, ist eine ganz, ganz tolle Kombi. Und es gibt vieles, ganz, ganz vieles veganes Eis. Und das hatte ich noch nie, aber klingt echt interessant und lecker. Ist natürlich mit Zucker, aber ja, bei Eis kann man das schon auch mal machen. Ist man, also man hat es ja nicht jeden Tag von dem her. Hier gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene, auch kaltgepresste Säfte. Ich weiß, dass wir in Berlin da echt verwöhnt sind. Also das werdet ihr jetzt auch sehen. Wir haben, Achtung, oh, ich traue mich das kaum zu zeigen, weil mir so viele schreiben, dass sie nicht so extrem die Auswahl haben. Und wir haben hier halt echt ein Paradies an veganen Alternativen, weil das, was ihr gerade seht, sind alles Joghurt-Alternativen. Alles. Und hier haben wir einen fermentierten Kokosnussjoghurt. Der ist so heftig fermentiert. Das ist krass. Ja, ich bin schon weiter beim Käse. Der Happy Cheese ist sehr zu empfehlen. Alle Sorten von Happy Cheese, aber auch die Sorten von VioLife sind meiner Meinung nach die authentischsten Käse-Alternativen, die ich bisher so hatte. Ich finde die wirklich gut.
Dann gibt es hier noch diesen Pizzakäse, der schmilzt sogar. Steht auch extra drauf. Also falls ihr daran interessiert seid, könnt ihr gerne screenshotten. Und die Milchsorten, die im Kühlschrank sind, die Alternativen, da ist die meine Favoriten. Harvest Moon, sehr, sehr lecker. Das kennt ihr schon aus dem Video von Veganz. Diese ganzen Thunfischsachen, Seitan. Das kaufe ich mir ehrlich gesagt, wenn dann nur mal so für ein Tasters-Video. Aber was ich mir gerne kaufe, ist der Soyade Sojakefir. Der ist so gut, vor allem der mit, also mit Beerengeschmack. Schmeckt echt wie ein Beerenjoghurt, aber der ist fermentiert und ohne Zucker. Und dann kommen wir schon zu den ganzen verschiedenen Tempehs. Ich weiß, auch hier sind wir verwöhnt. Den Barbecue, by the way, habe ich, glaube ich, weiß ich nicht, aber ich glaube, ich habe den noch nie probiert. Ich liebe den Gyros-Tempeh, ich liebe Wildkräuter, aber Barbecue hatte ich noch nicht. Ja, und was es natürlich auch im Biomarkt gibt, sind die Beetgold Gemüse-Wraps. Die sind nämlich auch bio. Das liebe ich besonders an denen. Und in der Asia-Ecke gibt es hier übrigens Kombu-Alge. Ist ein ganz, ganz toller Jodlieferant, aber gerne aufpassen. Also nicht gerne, ihr solltet aufpassen, weil da ist sehr viel Jod drin. Und Miso von Ferment. Also Ferment ist eine Marke, die auch gute fermentierte Produkte hat. Und schaut mal, was ich entdeckt habe. Einen Chocolate-Haselnuss-Drink mit guten Zutaten. Den habe ich mitgenommen und den werde ich auf jeden Fall noch taste testen, weil ich liebe Schokolade. Ich liebe so Schokodrinks, aber die meisten haben echt nicht so geile Zutaten. Aber auch hier gibt es eine Riesenauswahl. Aber ich glaube, das gibt es inzwischen überall. So ganz, ganz viele vegane Milchalternativen. Und für alle, die Cindy-Minis mögen, guckt mal, die sind ohne raffinierten Zucker. Die habe ich direkt ausgecheckt und für euch gesehen, gespottet und mitgefilmt. Esse ich kaum, aber wollte ich zeigen. Und dann Sexkornflocken. Ihr wisst ja, verschiedene Ballaststoffarten. Deswegen empfehle ich auch immer mal wieder nicht nur Haferflocken. Wer Gluten verträgt, kann gerne ein bisschen durchwechseln. Einfach, um euer Darm gut aufzubauen, eure Darmflora stark zu machen. Genauso wie Bohnen sind da top, nicht nur für Protein, auch für den Darm. Die sind sehr ballaststoffreich und am besten natürlich, wenn ihr sie selber kauft, trocken und dann aufkocht. Ich habe von Rapunzel viele verschiedene Mehlsorten entdeckt, unter anderem auch Kürbiskernmehl. Und Kürbiskerne sind ja nicht nur ein super Proteinlieferant, sondern auch echt richtig stark, was Eisen angeht. Und mein Wunderbrot gibt es auch hier im Bioladen. Das ist das Blaue, das mag ich echt gern. Das geht so schnell und ihr habt immer ein gutes Brot. Mein Lieblingsreis wollte ich euch auch noch zeigen, und zwar ist der schwarze Reis. Der wird richtig cremig. Ich finde es nochmal echt ein ganz anderer, also ein richtiger Unterschied. Ja, leider habe ich echt gesucht, aber leider auch hier keine guten Zutaten bei diesen Fertigsoßen. Dann würde ich doch immer bei diesen ganz normalen passierten Tomaten bleiben. Die gibt es überall und damit könnt ihr richtig viel arbeiten. Wobei, bei Foodist gibt es echt gute Tomatensoßen. Die habe ich auch schon entdeckt und euch auch gezeigt. Die haben gute Zutaten. Ja, die Nudelalternativen habe ich euch am Eingang schon gezeigt. Die nehme ich richtig gerne mit. Damit kann man echt viel machen. Und dann habe ich hier eigentlich nichts mehr mitgenommen. Auch hier, da hat mich nichts angesprochen. Da habe ich geilere Snacks zu Hause von Koro und Foodist. Auch von den Zutaten her wesentlich besser. Aber natürlich, mein liebster Tee. Übrigens ganz, ganz wichtig, nicht zu viel Süßholz am Tag. Manche kriegen davon echt voll die Kreislaufprobleme. Ich zum Glück nicht so, aber manche reagieren da echt übel drauf. Ich habe mir ein bisschen die Chips angeguckt, die Zutaten, aber die waren jetzt alle nicht top. Aber die mag ich gern, die kennt ihr ja auch, die von L'Origine. Die sind voll lecker und auch mal was anderes. Und hier unten habe ich aber die Raw Cracker wieder gesehen. Ich verstehe gar nicht, dass sie in dieser Abteilung sind, weil die sind so clean von den Zutaten. Also das sind für mich gar keine Chips oder so, es sind für mich einfach nur Rohkostbrot und die Zutaten sind voll krass. Ich habe auch den mitgenommen, also die Sorte. Ich habe die noch nicht gekannt. Ja, bei den Sirupen wollte ich euch eigentlich nochmal aufzeigen, dass Sirup einfach Sirup bleibt. Boah, auf das bin ich voll gespannt. Ich habe das noch nicht probiert, dieses Granola. Und habe auch noch Erdmandel, Müsli oder so ein Porridge gesehen. Ich habe mir das abfotografiert von den Zutaten, weil ich kann mir vorstellen, dass das so unglaublich gut schmeckt. Und ja, das habe ich auch nicht mitgenommen. Ich weiß gar nicht, warum, so ein bisschen bereue ich es, weil die Zutaten auch toll waren. Ja, was ich ja schon öfters gesagt habe, ist, dass ich gerne gefrorenes Gemüse mitnehme, weil die Nährstoffe einfach toll sind. Ich liebe Erbsen aus der Gefriertruhe. Das schmeckt einfach so richtig cremig. Und diese Keimbrote kann ich leider nicht empfehlen. Ich habe da auch mal so ein gekeimtes Bananenbrot. Ich weiß es nicht mehr, aber es hat gar nicht gut geschmeckt. Naja, auf jeden Fall Karob. Karob ist hier, das ist ein Aufstrich, kein so toller. Die Zutaten sind nicht so geil, aber was ich sagen wollte, Karob hat so ein bisschen eine schokoladige Note. Also für alle, die nicht Schokolade nehmen wollen, können Karob nehmen.
Aber guck mal hier, ich habe eine Mini-Pizza vegan, ohne Belag, aber so eine Basic-Pizza gefunden. Aber Zutat natürlich nicht toll, aber für alle, die es interessiert, dachte ich, zeige ich es mal. Und nochmal den Appell an euch, Avocadoöl gern zum Braten zu nutzen. Ist sehr hitzeresistent. Und hier sind die Coconut-Aminos, die ihr echt braucht, wenn ihr sie seht. Nehmt die auf jeden Fall mit. Boah, schon wieder am Essen. Ich bin zu Hause. Ich bin ganz aufgeregt gewesen vorher. Nach dem Biomarkt. Ich konnte euch gar nicht alles zeigen, was ich gesehen habe. Ich muss auf jeden Fall dann einen Second Run hin. Also es gab wieder so eine krasse Auswahl. Ich musste sogar ein paar Bilder machen von Sachen, die ich einfach unbedingt nachmachen will. Irgendwie so ein bisschen so ein eigenes Rezept kreieren. Naja, jedenfalls bin ich jetzt wieder zu Hause. Ich habe gerade ein so gutes Rezept gemacht. Das findet ihr auf meinem Instagram. Ich zeige es euch gerade mal. Wir alle lieben Tempeh. Ich habe eine mega gute Tempeh-Marinade gemacht. Ich bin da richtig stolz gerade drauf, weil das so gut schmeckt, ist so gut rausgekommen. Habe ich das erste Mal gemacht. Ich bin so froh, dass ich direkt mitgefilmt habe. Moment mal. Schaut mal. Hier sind unsere marinierten Tempeh mit Cornflakes und Coconut Aminos. Mariniert mit ein bisschen Mandelmus dazu. Also sehr, sehr easy und sehr, sehr lecker. Werde ich jetzt auch gleich in mein Abendessen verarbeiten. Ich muss mal gucken, was ich jetzt mache. Ich verlinke euch mal den Post, wo ich das gepostet habe. So, und das ist jetzt mein Abendessen, meine fertige Bowl. Ich habe mir einen frischen Salat gemacht. Ich habe euch ja gesagt, ich möchte jetzt wieder mehr frische Salate etc. essen. Dann habe ich mir den Tempeh natürlich hier drüber gemacht. Ich habe rote Beete mit drin, Rotkohl, Petersilie, ein bisschen fermentierte Zwiebeln und Co. Die sind richtig, richtig gut. Gurke. Was habe ich noch alles drin? Ich habe so viele verschiedene Sachen drin. Ja, ich habe wirklich noch einiges drin. Ein bisschen Tomaten auch noch. Genau, das esse ich. Ich habe heute Mittag, heute Morgen sehr viel Carbs gegessen, deswegen heute Abend ein bisschen lower Carb. Ich crave aber, wie gesagt, jetzt echt so einen richtig tollen, frischen Salat. Ich würde sagen, dann beende ich hiermit auch das Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Bis zum nächsten Mal.